Ja, hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts 1 bei einem Mix. Weißt du, ich mal wundert, warum ihr ab und zu mal meine Windows-Leiste und so einen Scheiß seht im Spiel. Das hat damit zu tun, dass ich das Spiel mit Bildschirmaufnahme aufnehmen muss, weil irgendwie Kingdom Hearts mehrere Instanzen verursacht, je nachdem, und also hat mehrere Exen-Dateien irgendwie oder mehrere Prozesse, und OBS kommt da überhaupt gar nicht zurecht. Der kennt sowieso bei mir nicht automatisch eine Vollbitanwendung, was auch total behämmert ist. Und ich glaube, Kingdom Hearts ist sowieso so ein Ding, was schlecht von der Spielaufnahme aufgenommen werden kann. Deswegen mache ich das mit Bildschirmaufnahme. Fritz zwar die CPU-Normalität wie Sau, aber ich habe ja recht gute dementsprechend. Ja. Was mich ein bisschen in Epic eben gestört ist, ich habe es auf Epic, gibt es ja momentan nirgends anders, als das Ding keine FPS-Anzeige hat. Die bin so aus dem gewöhnt von Steam, dass ich links oben oder rechts oben eine FPS-Anzeige habe, und hier habe ich halt einfach keinen, das nervt. Dass ich jetzt nicht weiß, wie viel FPS ich ja eigentlich spiele. Ist das alles seltsam hier? Ich bin in einer anderen Welt. Jo, Hallöchen. Was sind die los oder was? Suchst du jemanden? Die Stadt ist groß, du musst überall nachsehen. Wo bist du? Alle, die nicht mehr wissen, wohin sie sollen, kommen in diese Stadt. Woher ich komme, das geht dich nichts an. Stell dir diese Frage hier nicht. Jeder hat eine unglückliche Vergangenheit. Okay. Ich finde es eben nicht so geil, dass die Kamera so übelst an ihm klebt. Die könnte ruhig noch ein Stück weiter hinten sein. Das kann schon eine Weile dauern, bis man alle Ecken und Gassen dieser Stadt kennt, Kupo. In bestimmte Bereiche kannst du jetzt nicht gehen. Du musst noch warten, Kupo. Ja, mein Mokri. Nach verschlossen, ich will mit dem Typen reden, danke. Die Stadt ist in drei Bezirke unterteilt. Dies ist Traverse Mitte. Was du nicht sagst. Post. Mach mit beim Postkartengewinnspiel. Mit was? Mit 10 Postkarten bist du dabei. Ach so, okay. Irgendwie konnte ich das nicht lesen. Hier mal ein Bar. Ein Café. Nee, ich wollte eigentlich dann da. Lässt sich nicht öffnen. Sehr suspekt. Ah, okay. Warum auch immer nicht. Ich weiß es nicht. So. Gehen wir einfach mal hier rein. Das ist Sparladen. Und das ist auch ein Speicherpunkt, da kann ich nachher speichern. Das ist gut. Reinspaziert! Wie kann ich behilflich? Ach, bloß ein Kind. Ich bin kein Kind und ich heiße Soha. Okay, beruhige dich, Kleiner. Warum sein langes Gesicht, Soha? Hast du dich verlaufen? Nein. Naja, vielleicht doch. Wo sind wir hier? Hä? In der Stadt Traverse? Sag mal, Opa, ist dies wirklich eine andere Welt? Nenn mich nicht Opa, ich heiße Sid. Wie auch immer. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber auf deiner Insel sind wir bestimmt nicht. Ich sollte lieber Rico und Kairi suchen. Also viel Glück, was immer du vorhast. Meine Brille ist schon wieder beschlagen, das finde ich unschön. Und wenn du an Schwierigkeiten steckst, komm zu mir. Ich habe einen Speicherpunkt. Vielleicht kann ich dir ja weiterhelfen. Was brauchst du? Red mir ein bisschen. Wenn du deine Freundin nicht findest, kümmere ich mich um dich. Naja, okay. Schleim kaufen. Also, was darf sein? Habe ich Geld? Nö. Broteskette, Feuerring. Aha. Obsidianring, all die Torgeschäden nur 20%. Okay. Verkaufen. Egal. Nein. Das ist doch so. Ich will gucken, was ich eigentlich noch habe. Also sogar Heil Porsche nochmal. Heilung 30 LP. Tauschen. So, haben wir dahin. Diamant. Wo habe ich die nochmal bekommen? Keine Ahnung. Geil, ehrlich gesagt.
wo ich die nochmal hatte. Er hatte. Ich könnte theoretisch verkaufen, oder? Ich weiß nicht, ob ich den nochmal gebrauchen kann. Ich google lieber vorher. Diamant Kingdom. Was? Könnt ihr mal Zwicky. Genau, es rein auf 58,5 Tage. Da bin ich aber gerade nicht. Gibt's nicht die englische da? Item News. Es steht absolut nicht. Nein, ich will nicht verkaufen. Decker, ich wollte selber noch. Ich behalte ihn erstmal, vielleicht brauche ich ihn zum Craften später. Weil man kann hier nämlich auch craften. Gut, wem sage ich das eigentlich? Kyoda ist gerade der Einzige, der das Let's Play guckt und ich will gerne die Truhe öffnen. Und der kennt das Spiel ja schon. Jetzt, danke. Mithril-Erz. Sehr schön. Und ist sonst noch irgendwas hier? Ein Kamin. Ach, was du mir sagst. Spiel. Hätte ich nicht gedacht, dass hier ein Kamin ist. Oh. Oh, ja, doch. Und so. Speichern. So. Und dann, wie viel Zeit habe ich noch? Ach, mehr als genug. Kann ich noch ein bisschen umlaufen. Wo muss ich jetzt? Nicht, dass ich das noch wüsste. Wir laufen einfach ein bisschen hier rum und gucken, was so rumläuft und tut. Unser altes Atelier, Kupo. Hier erforschen wir Items und versuchen die ultimative Waffe zu schmieden, Kupo. Na gut, das ist noch nichts. Alles, was du brauchst, kannst du im Laden von Donalds Neffen finden. Wo ist der? Das ist jetzt die Frage. Kurz runter, Fallschaden gibt's ja nicht. Das ist zwar Laden. Ich glaube gerade, glaube ich, vollkommen falsch. Traverse Nord, da will ich noch nicht hin. Wo ist denn das? Scheint verschlossen. Wissen wir mal, das ist. Ich habe Zufall gefunden. Ja, die Gasse. Wo ist der Itemladen? Achso, hier. Blöd. Moin. Ich halte den Laden sauber. Das ist einfacher als unser Zimmer aufzuräumen. Wie du meinst. Wir werden genug Taler verdienen, um selbst auf Abenteuer zu gehen. Riverboat. Aha. Willkommen. Willst du etwas kaufen oder möchtest du etwas verkaufen? Reden wir ein bisschen. Bei uns gibt es nur handverlesene Ware. Nur das Beste. Und ihr seht irgendwie sehr gruselig aus. Wisst ihr das eigentlich? Jetzt, vor allem jetzt in der HD-Version sehen die noch gruseliger aus als früher. Es fällt mir gerade so auf. Das ist kein gutes Design. Ich habe hier kein Geld. Äther, ui. Und ein Zelt. Okay. Ja, gut. Ich habe kein Geld, kein Geld, kein Geld. Dementsprechend haben wir jetzt, glaube ich, soweit fast alles erkundet, ne? Was ist hier? Noch geschlossen, na gut. Ich glaube, wir müssen jetzt nach Traverse Nord. Dementsprechend tun wir das jetzt auch. Lauf, lauf, lauf.
Das sind die Signaturen von der Insel. Ja, schön. Oh, jetzt gibt mir auch Geld. Aber. Das ist auch ein. Nein, du kriegst keine aus dem Auge gerade. Jetzt aber. Sehr schön. Sehr gut. So. Das Geld nur auf seinem, was hier liegt. Ja. Gott, das hat jetzt mit den Glocken mal auf sich gehabt. Das war irgendeine Zeitquest, glaube ich, oder? Die ich nie gelöst habe damals übrigens. So nebenbei. Aber, also, wenn ich jetzt schon gegen die Viecher voll aufs Maul kriege, dann will ich gar nicht wissen, was passiert, wenn ich die ersten Bosse bekämpfe. Fand ja damals schon ein Stream von Azzo in der Gasse. Okay. Manche Bosskämpfe echt so ultra beschissen. Eine Glocke. Gegenüber bei der Villa McNiff gibt es eine. Aha. Aha. Über der Villa McKnipp soll es eine geben. Bei der Villa McKnipp soll es eine geben. Aha. Okay, muss ich nicht verstehen, glaube ich. Irgendwie so ein bisschen. Und tschüss. Ich hoffe, es gibt später irgendwelche Abilities, dass ich Items einfach anziehen kann. Das würde sehr helfen, ehrlich gesagt. Jetzt hatte ich noch 10 Minuten. Also nur 10 Minuten läuft die Folge schon. Wo gehen wir jetzt lang? Das ist die Frage Hotel. Gehen wir erstmal in die Hintergasse. Leon, Herr Leon! Ach Gott, ich kann keine Donnerstimme. Wo sind Sie? Ich mache mich jetzt schön lächerlich, wenn ich die beiden spreche. Hot Dogs. Suits and Dresses. Jewelry Job. Okay. Geh mich wie ein Senkel. Tricks wie ich. Ja, ist sehr gut. Das war eine Combo, gefühlt. Nein. Und tschüss. Das riech. Da haben wir schon mal ein bisschen Geld hier. Caution. Ich kann ja mal nicht lesen, das Schild, was da drauf steht. Da steht einfach nur Caution. Und irgendwie Krakel. Naja. Aber. Und tschüss. Das ist eine Sache, die hat mich immer am Kreissystem von Kingdom Hearts gestört, dass du 50 Millionen Jahre brauchst, bis du einen Scheiß eingesammelt hast, denn die Gegner droppen. Irgendwann machst du es halt einfach nicht mehr. Weil du irgendwann sowieso so viel Geld hast. Okay, was haben wir hier? Haus der Welpen. Oh Gott, ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Wie gesagt, ich werde es ja nicht 100% spielen. Also die werde ich nicht sammeln. Könnte vergessen. Das ist, ich muss eh die Story, glaube ich, nicht. Ich will die Story nicht 100%ig alles sammeln.
Ja, ich würde gerne auf das Spiel gerne angucken. Mal da mal. Ponyo und ach Gott, wie ist denn die auch mal? Ich habe 101 Dalmatiner schon ewig lang nicht mal geguckt. Die 99 Welpen wurden überall viele Welpen verstreut, als ihre Welt zerstört wurde. Finde und rette sie. Okay. Ja, das ist Nebenquest. Ich weiß nicht, was es da für eine Belohnung gab. Ich glaube auch irgendetwas, was wir für Ultima brauchen, so wie das. Für die stärkste Schlüsselschwert, aber ganz ehrlich werde ich nicht machen. Wenn ich welche finde, ist okay, aber ich werde glaube ich nicht 99 Stück sammeln. Das ist ein bisschen anstrengend. Geil, das war jetzt wieder erwischt. Und tschüss. So, ganz Kram sammeln. Da haben wir schon 107 Teile bisher. Wo das glaube ich nicht allzu viel ist. Also gut. So. Dann haben wir nix. Nur Viecher, die mal auf den Sack gehen wollen. Ui, maximal. Was habe ich gelernt? Rutschattacke. Rutsche auf einen weit entfernten Gegner zu und greif an. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert, aber ich probiere es einfach mal aus. Ich meine, Schaden darf es nicht. Travers Ost. Nee, da will ich noch nicht hin. Ich erstmal das Hotel. Wobei ich jetzt eh mal sagen würde, ich habe erstmal genug gemacht für heute. Ich gehe jetzt erstmal speichern, auch wenn ich nur zwei Folgen habe, aber ich werde mir die Fische erledigen. Wie funktioniert denn dieses Rutschen? Was ist das? Oder was? Keine Ahnung, wie das funktioniert. Noch ein Potion erstmal nehmen können. Quatschliste. Ach, hier sind noch welche. Und tschüss, aua. Das wird lustig, weil ich doch irgendwann mein Kingdom Hearts Chains of Memories spiele. Dann das wird nämlich nochmal ein Karten- und Action-Kampfsystem. Ich habe ja schon mal im ersten Part gesagt, dass ich Chains of Memories hasse. Nicht gleich mal wegen der Story oder so. Auch wenn da der ganze Quatsch mit der Organisation 13 angefangen hat. Aber ja, ich kenne die. Ich meine, ich habe ja bei Azorion damals die Story zur Hälfte ungefähr gesehen. Also ich weiß auch, was abgeht hier und so und. Das ist eigentlich das Ziel ist, auch wenn das alles sehr konstruiert wirft, ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, die gesamte Story alles so. Aber sind jetzt auch immer Viecher hier. Na egal. Luzid-Splitter, okay. Und halt alles sehr, als hätte Onomura, glaube ich, der Producer oder so, und der Story-Schreiber, als hätte das halt alles irgendwie so erst im Nachhinein ab Shadow of Memories dazu gedichtet. Und nicht wirklich komplett durchgedacht. Auch wenn viele mehr Spice machen wollen, ist da alles durchdacht und der ist voll schlau und die Story ist so durchdacht und nicht wirklich. Es teilweise werden auch Sachen angesprochen, die später nicht wirklich mehr von Bedeutung sind. Solche Scherze. Ich finde auch zum Beispiel One Piece nicht so einen guten Anime, wie ihn viele finden. Weil einfach die Character Development 0, also soweit ich es geguckt habe, ich bin Skype ja und was mir einfach stellt, ist einfach, dass es 900 Folgen sind und ja, naja.
Kann ich irgendwann vielleicht mal näher erläutern oder so. Ich mache jetzt Schluss erstmal für heute. Ich muss noch andere Folgen aufnehmen. Ja, wir sehen uns dann das nächste Mal bei Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Auf Wiedersehen, Leute. Auf Wiedersehen. Tschüss. Und so. Bis dann.